Zweifle nicht an dir, sondern überschätze dich anstatt unterschätze dich. Peace, liebe Lifestyle-Fans. Hier ist wieder euer Rastanander. Ich habe vorhin mal ein Video gemacht, wo ich gemacht habe und ich habe gemerkt, es ist nicht gut geworden, deswegen habe ich es weggeschmissen. Aber diese Szene hätte ich rausschneiden müssen, weil diese Szene war genial. Und zwar, du bist großartig. Du kannst alle deine Ziele erreichen. Du kannst auf den Mars, auf den Mond fliegen. Glaubst du nicht? Überschätze dich lieber, anstatt du dich unterschätzt. Weil wenn du dich überschätzt, hast du die Möglichkeit, an deine Grenzen zu gehen. Beziehungsweise vielleicht auch noch über deine Grenzen hinaus. Aber wenn du anfängst, dich zu unterschätzen, dann weißt du gar nicht, wie hoch du kommst. Verstehst du? Deshalb, du kannst alles schaffen. Du kannst in 10 Jahren Millionär, Milliardär werden. Glaubst du nicht? Glaub dich, Mann. Glaub an dich. Du musst einfach nur jeden Tag daran glauben. Jeden Tag was dafür tun. Du musst nur wissen, was, aber fang mit Büchern an. Fang an, dich weiterzubilden. Und das Allerwichtigste ist, geh hin und setz die Scheiße um, was auf dem Buch steht. Das heißt, selbst wenn du in 10 Jahren kein Millionär bist, aber wenn du irgendwas 10 Jahre, wie der Manuel Gonzalez immer sagt, wenn du 10 Jahre lang immer irgendwas durchziehst, jeden Tag 120%, 130%, 140% gibst, dann, weißt du, stehst du irgendwann auf und sagst, weißt du was, jetzt kannst du nicht mehr anders dann. Ich habe vor 7 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. 7 verdammte Jahre habe ich gebraucht, um hier zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Vor der Kamera zu stehen, um euch was rauszugeben. Hätte ich das vor 6 Jahren gemacht, vor einem Jahr gemacht, wäre ich halb so gut gewesen wie heute. Aber ich habe jeden Tag 150% gegeben, dass ich hier stehe, wie ich jetzt gerade stehe. Aber ich lebe nur einmal. Ich lebe einmal. Ich will alle meine Chancen nutzen, Leute. Ich will alle meine Chancen nutzen. Willst du das auch? Dann fang dein Leben an. Ich meine, du musst dann alles wegschmeißen. Du musst dann so früh sein wie ich. Aber du kannst lebenstechnisch aufbauen. Das heißt, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, Bücher lesen, investieren, Videos gucken und dann am nächsten Tag fangst du irgendwas an, was dich motiviert, was dich weiterbringt. Also, mach das und du wirst der Größte sein. Lieber überschätzt du dich, anstatt unterschätzen. Weil unterschätzen, du weißt nicht, wie hoch du kommen könntest. Und da machst du auch nicht alles dafür. Wenn du dich unterschätzt, du machst nicht alles dafür, um hochzukommen. Fang dein Leben an. Du bist groß genug, du bist stark genug, kannst alles erreichen. Bis zum nächsten Mal, euer Rastanander. Peace.